Ah, Leon ist wieder in der Stadt. Und der Kai auch. Hey Kai. Ich habe hier sogar schon ordentlich expandiert. Ich habe jetzt mal hier ein paar orientalische Früchte angebaut und ich habe mir da hinten was zugelegt. Das könnte dich vielleicht interessieren. Cool. Eine Kuhfarm. Das ist schon cool, ne? Massentierhaltung. Oh, Massentierhaltung. Das sind nur 6 Kühe. Trägst du kein Bio-Aufkleber, ne? So. Scheiße, ich glaube, ich muss das hier anheben. Ne, ich muss die Straße einfach absenken. Okay, gut. Das habe ich fertig. Das hatte ich gestern... Ja, das habe ich gestern fertiggestellt. Ne, das habe ich nicht gestern fertiggestellt, das habe ich vor 3-4 Tagen fertiggestellt. Hat aber auch lange genug gedauert. What are this for little pieces? Du spaust dir Grundstück für Schmiede. Für ich baue da gar nichts. Weil etwa Frozen? Nein, Frozen war noch nicht da. Frozen sollte echt mal langsam wieder gucken, dass bei ihm alles läuft, ey. Wir sollten vielleicht langsam mal jemanden auswählen, der hier zum Landwirt wird. Landwirt. Huch. Wohnen JP und Wissen eigentlich zusammen? Ja, irgendwie schon. Das war zwar nicht ganz rechtens, aber weil ich weiß ganz genau, dass das Grundstück von JP nicht das Haus von Lissan mit eingeschlossen hätte. Das ging nämlich nicht ganz so weit. So. Aber wenn sie zwei... Ach, ich soll mich nicht dran stören. Solange die hier ihre Miete ordentlich zahlen. Das Grundstück von JP ging, glaube ich, nur bis hier oder so. Du bist schon weg. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Dafür hat der Infinitus hier ganz schön weitergebaut. Geh mal gucken, was Infinitus hat. Naja, Infinitus, Alter. Infti. Er hat ein neues Bett. Gucken, was man aus dem... Oha, er hat zumindest neue Bettwäsche. Er hat ja richtig bei sich, Alter. Ihm geht's gut. Er hat einfach alles überall. Bist du die Polizei oder was? Die Tür ist cool, Alter. Nein. Meine ist cooler. Nein. Ich wette, ich finde deine nicht mal auf Anhieb. Du siehst oben, was wo die Tür ist. Nein, sehe ich nicht. Doch, wenn du auf die Tür gehst. Nö, bei mir ist es nämlich unten links. Guck mal dein Haus an. Hey, du bist an der ersten Etage vorbei. Bin ich nicht. Also hier, folge mir. Genau, da geht's nochmal hoch in die zweite. Geht's lang. Ja, Mann, geh nochmal weg. Hier würdest du in die zweite kommen. Hier. Oh, die, Junge. Die zweite ist ein bisschen kleiner. Kannst du nicht mal irgendwie Treppen da bauen? Nee, ich bin voll erschöpft, die ganze Zeit auf den Blättern balancieren zu müssen. Das kriegst du hin. Sonst gibt's ja noch den Weg. Lauf nicht dran vorbei. Und dann gibt's hier noch was. Hey. Hier gibt's noch einen extra Weg. Wollt ihr nicht JP sich eigentlich ein Baumhaus bauen? Das ist mir nicht bekannt. Hier gibt's noch so ein bisschen so einen Balkon mit richtig schönem Ausblick. Ne? Bist du hier runtergefallen? Nee, ich bin von ganz oben runtergefallen. Glaub ich dir nicht. Doch? Glaub ich dir nicht. Doch. Soll ich jetzt? Wenn deine Tür auf ist, ist dann eine Türklinke dran. Wenn sie nicht auf ist, dann. Ja, nicht. Das ist wahrscheinlich beabsichtigt. Von innen ist ja auch eine Türklinke dran. Ist mir egal. Ich baue jetzt an der City weiter. Du baust an der City weiter? Mhm. In der Straße, besser gesagt. Ich guck mal, dass ich langsam... Erstmal brauche ich eine Kiste. Habe ich noch genug Holz? Nö. Ich guck jetzt erstmal, dass ich meinen Crab hochkriege. Dann heißt es wohl mal wieder eine Axt missbrauchen. Danach baue ich mir ein Feld. Das brauche ich gerade echt dringend. Das
Das braucht jeder dringend, du Egoist. Hey, ich habe das damit nicht ausgeschlossen. Ich habe nur gesagt, dass es unter anderem auch ich brauche. Hey, cool. Ein ganz harter bist du. Geil. Wusste ich noch nicht, dass das existiert. Cooli. So, jetzt muss ich. Irgendwann muss ich auch mal meine Kisten hin und her verfrachten, Alter. Und ich muss ja mal einen Rucksack bauen. Backpack, wie baut man sich die? Gute Frage. Guck ich mal nach. Backpack. Au. Man kann sich ja noch unterschiedliche Backpacks bauen. Ich nehme mal den Standard. Leder, so in einer U-Form, in der Mitte Wolle und oben ein Gold. Oh mein Gott, diese Wucherpreise. Ich habe kein Leder, ich habe kein Gold, doch Gold habe ich, aber ich habe kein Leder und ich habe auch keine Wolle. Zumindest habe ich nicht so viel Leder. Naja, wirst du schon hinkriegen. Aber du hast recht, man könnte echt mal gucken, dass man langsam ein paar Farmen aufbaut. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wir sind ja vorhin ein bisschen zu sortieren. Sortieren ist nämlich sehr wichtig. Oder nicht? Ja, es ist so schön, Ordnung ist das halbe Leben. Sollte mal dein Motto werden. Ich glaube, das ist dann doch ziemlich weit hergeholt. Ich brauche auf jeden Fall um einiges mehr Kisten. Das kann weg, das. Nee, das nicht. Das. Okay. So, die Echse kommen alle hier hin. Die Hoe brauche ich wahrscheinlich nicht, aber ich nehme sie mal mit. Und eine Schaufel brauche ich auf jeden. Kommt dann dahin. Und gut, die Kiste war unnötig. Jetzt hole ich noch meinen Chisel. Und dann geht das rund hier, Alter. Dann wird der Gehweg ausgebaut. Wollen wir gleich vorher erstmal pennen gehen? Ist doch noch nicht mal dunkel genug. Ja, aber gleich. Sonst stirbt noch einer. Tja. Ich bin ja bisher noch nicht so häufig gestorben wie du. Ja, ich bin einmal gestorben. Ja, einmal zu oft. Du bist auch schon mehrere Male gestorben. Ja, aber nur zweimal. Aber immer noch zweimal mehr als ich. Denn jeder weiß, 1 mal 2 sind 4. So. Haben wir das? Und haben wir das? Sehr toll. Alles klar. Wollen wir weitergehen. Was brauchen wir noch? Um einiges. Bald bräuchten wir eine gute Nahrungsfarm. Ich habe sogar relativ viel zum Anbauen. Hast du das? Ich glaube, ich werde mal schauen, dass ich in nächster Zeit nochmal ein kleines, großes Feld anbaue. Vielleicht könnte ich mich als Bauer melden, dann baue ich so eine kleine Windmühle. Auch immer du die bräuchtest. Einfach damit es schön aussieht. So. Packen wir den Bogen weg, der ist ja auch aus Holz. Was könnte ich hier noch mit rein? Wir packen das da einfach mal rein. Eberischen Beeren! Ich weiß alles nicht, wo alles hingehört, das ist das Schlimme. Erst einmal, es ist jetzt dunkel genug zum Pennen. Vielleicht zumindest. Oh Gott, mein Bett ist doch oben, warum springe ich runter? Wo genau ist denn dein Bett? Das ist es jetzt gerne, hä? Mann, oh. Ja, jetzt komme ich hier nicht runter.
Oh. Ich bin gleich tot. Ja. Na. Schild. Ja, du darfst. Das Schild ist gesetzt. Mann. Sorry, Bro. Willst du mich erschlagen? Ja. Ich komm dann mal hoch, ne? Ja, ich sammle dann mal kurz alles auf, was dir gehört. Das gehörte dir noch. Das. Das gehörte dir wahrscheinlich auch. Meine Güte, sorry, aber tut mir echt leid. Wollte ich nicht. War es eigentlich soweit, ne? Ich habe zwar jetzt ein paar Taumonimikons bekommen, aber... Ah, das sind meine. Ach, wie kommst du? Meine und der Chisel, das könnte mir gehören. Ich habe zwei Chisel. Ja, einer gehört mir. Thanks. Folgen noch meine. Boah, sind die Bücher schwer. Oh, die Erde könnte mir gehören. Ja, das gehört mir. Halt einfach. Eine Eisenschaufel fehlt mir. Eisenschaufel habe ich nicht. Hast du nicht? Nope. Liegt die noch am Baum? Also hier unten liegt sie auch nicht. Tja, dann ist sie weg. Ich baue dir eine neue. Und auch das, was du opfern musst. Ach ja, scheiße, was wäre das denn? Ich weiß nicht, ist ein Chisel wertvoll oder ein Giant Stone Sword? Iron Stone Sword. Gut. Davon liegt ja schon eins im Verlies. Da müsste ja jetzt theoretisch irgendwie über meinem Kopf sowas wie drei Tode stehen. Mhm. Ich bin hier. Hi. Ups, falsche Etage. Was willst du? Gott, vielleicht soll ich hier ausleuchten. Gott, wo sind meine Fackeln? Da. Ich geh da mal schlafen. Warte, ich komme sofort auch. Oh Gott. Gute Nacht. So! Das war eine schöne Nacht hier. Jetzt geht's erstmal rund weiter hier mit dem Sterngeschehen, was gestern passiert ist. Bleibt gestern geschehen. Ich mache jetzt erstmal weiter in der Stadt hier. Fertig ist der Shit. Hast du einen Eisenhelm? Zufällig von mir? Ja, ich habe sogar deine Schaufel gefunden. Das ist gut. Das ist nämlich meine. Habe deine Geschaufel gefunden. Ist gut, ist auch meine. Ja. Was denn? Ja.
Boah, geh weg! Hier kommt dann sowas wie Food rein. Nur erstmal so. Und Weizenkörner. Hier kommt dann Werkzeug rein. Muss ich jede Kiste beschriften oder wenn die in einem Haus drin steht, ist sie sowieso safe? Kann machen, was du willst. Wenn dir irgendwer was klaut, kannst du ihn ja anzeigen oder so. Geht das ohne Gericht? Nö. Oder Arena? So, deine Schaufel kriegst du wieder. Ich komme sofort. Ich habe eben gar nicht realisiert, dass ich dich mit einer Axt geschlagen habe. Dachte, ich schlag dich mit der Faust. Wo bist du denn? In meinem Haus. Ungefähr. Darf ich eintreten? Ey, deine Sachen. Ja, hol ich gleich. Die sind hinter dir. Genauso wie ich. Jo. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Was zu essen wäre vielleicht mal wieder ganz gut. Ja, da werde ich gleich mal an eine Farm gehen. So, das kann man rein, das und das und das. Alles klar, so, und wie geht's dir heute? Alles gut? Bis jetzt geht's mir gut. Kann mich noch nicht beklagen. Gut, was geht dann hier dann irgendwie? Muss ich mir noch überlegen. Okay, eine schiefe Straße wäre auch nicht so das Beste. Nicht ganz. Deswegen suchen wir uns hier mal die richtige Höhe. Das wäre dann die hier. Und machen munter weiter. Du baust ja dann mit Treppen zu deinem Grundstück nach unten, hast du gesagt, ne? Ja. Gut, ich habe kaum noch was. Ich will hier nicht gleich alle verbrauchen. So. Hey, ich würde sagen, dass ich zuerst eine Farm mache. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Dass ich auf jeden Fall eine Farm machen werde. In relativ nächster Zeit. Ich leg mich jetzt erstmal zur Ruhe. Was sagst du dazu? Ich leg mich zur Ruhe. Ciao. Okay, sag halt gar nichts.